Immer und wirklich immer wieder geht es in der Gruppe darum, Gefühle loszulassen. Wir haben so viel angestaut über die letzten Jahrhunderte und Jahrtausende. Auf geht's. Willkommen im Podcast Am Lagerfeuer der Herzen, dein Podcast, um dich in dieser Zeit der Transformation zu zentrieren, zu weiten, zu wärmen. Und dich zu verbinden zu einer gemeinsamen Vision einer Welt, die heilt. Mein Name ist Alexandra Kleberg vom Collective Healing Institute, der Lebensschule für Selbstheilung und Potenzialentfaltung. Informationen über all meine Angebote findest du genau dort, nämlich unter www.collectivehealing.com. Schön, dass du heute mit dabei bist. Ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst und teilst, damit wir immer mehr werden, die aus der Mitte des Herzens Zukunft gestalten. Heute biete ich dir etwas ganz Besonderes an, einen Einblick in meine Gruppentherapie. Vor allen Dingen in die Imagination, die sich daraus entwickelt hat. Um mit dazuzugehören, um brav, gehorsam, lieb, gemocht zu sein, haben wir immer und immer und immer wieder unsere Gefühle und damit einen Großteil unserer Authentizität verdrängt. In den Körper, in unser Unbewusstes, in irgendwelche Ecken unserer Seelen und nach außen sind wir vielleicht der disziplinierte, leistungsbezogene deutsche Mensch. Um wieder lebendig zu werden, geht es darum, den Gefühlen Raum zu geben, sie erstmal aufsteigen zu lassen, ihnen Raum zu geben, damit sie Emotionen sich nach draußen bewegen können. Bist du bereit? Wenn du gerade mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs bist, dann such dir bitte einen lauschigen Platz zum Innehalten. Du weißt ja, entspannen darfst du dich immer dann, wenn du meinst, eigentlich keine Zeit dafür zu haben. Nimm dir also bitte jetzt Zeit für dich. Diese Imagination wurde live in der Gruppe entwickelt und aufgenommen. Sie ist technisch nicht perfekt, doch ich hoffe sehr, sie schwingt vollkommen im Einklang mit all den Herzen derjenigen, die ihr lauschen. Ich schließe meine Augenlider und richte meine liebevolle Aufmerksamkeit auf mein Herz. Denn genau dort ist der Ort meiner Wahrhaftigkeit und all meiner Liebe. Und wenn ich mag, lege ich eine Hand auf meinen Bauch unterhalb von meinem Bauchnabel und die andere auf mein Herz, so dass ich die Liebe meines Herzens mit dem Atem des Lebens verbinde und sich mit jedem Atemzug die Hand auf meinem Bauch hebt und senkt und ich hineinatme in die Hand wie in eine Schale, die sich füllt und leert mit jedem Atemzug. Ich atme in die Handinnenfläche ein und aus. Und ein und aus. Während ich Schritt für Schritt all die verdrängten Emotionen meines Lebens einlade, ja, ich beginne mit meinen Ängsten. Ich lade sie ein auf meine innere Bühne. Ich lade sie ein, dass sie sich lösen aus den Zellen meines Körpers, aus allen Anspannungen in den Zwischenräumen.
Ich lade Sie ein, herauszukommen. Und ich gebe Ihnen Raum, während ich Sie einfach beobachte. Ja, ich Sie einlade und sage, ja, ihr wart ein Teil von mir, ein Teil meines Lebens. Und jetzt möchte ich mich von euch verabschieden, ihr Ängste. Damals wart ihr eine adäquate Reaktion. Doch jetzt bin ich groß und frei und weise. Und ich lasse euch los. Und dann atme ich aus und lass die Ängste mit jedem Ausatmen fortfliegen, auf die Klangwellen sich legen und sie werden abtransportiert auf diesen Wellen aus meinem Körper, aus meinem Leben, aus dieser Welt. Ich atme die Ängste aus und mit dem Ausatmen legen sie sich auf die Klangwellen und werden hinausgetragen, bis sie sich auflösen in den Weiten dieser Welt. Ja, ich blase förmlich die Ängste fort. Und sie schwingen aus diesen Klangwellen heraus, aus meinem Körper, aus meinem Alltag, aus dieser Welt. Ich atme aus, bis sie sich verflüchtigt haben. Und die Bühne leer ist. Und dann lade ich all meine Trauer und Einsamkeit ein. Auf meine innere Bühne. Ja, ich gebe ihnen Raum, dass sie aufsteigen können aus allen Zellen, in meinem Körper hochschwingen und sich zeigen können auf dieser inneren Bühne. Alle Trauer, aller Verlust, alle Verletzungen. Und ich begrüße sie und sage, ja, ihr wart ein Teil von mir. Und jetzt möchte ich mich verabschieden, jetzt möchte ich loslassen. Und mit jedem Ausatmen blase ich sie fort und all die Trauer und Einsamkeiten legt sich auf die Klangwellen und schwingt hinaus aus meinem Körper, aus meinem Leben, aus dieser Welt. Bis die Bühne leer ist.
Und dann lade ich sie ein, all die verdrängte Wut, den Zorn, die Empörung. Ja, ich lade sie ein, dass sie herausschwingt aus allen Zellen, aus allen Zwischenräumen, dass es donnert und grollt und blitzt und faucht und tobt und tost. Ja, ich lade ihn ein, meinen heiligen Zorn. Und dann verabschiede ich mich auch davon und sage, das sind alles alte Gefühle, die können gehen, und ich blase ihn fort mit jedem Ausatemzug. Fauche ich meine Wut auf die Wellen der Klänge, dass sie hinausschwingt aus meinem Körper, aus meinem Leben, aus dieser Welt. Ja, ich befreie mich mit jedem Ausatmen von allem Zorn, von aller Ungerechtigkeit. Und leg all diese Gefühle auf die Klangwellen. Und lass sie hinausschwingen und sich auflösen. Bis die Bühne leer ist. Und dann lade ich sie ein, all die angenehmen Gefühle, die Lust, die Freude, den Genuss, das Glück, die Verbundenheit, die Zärtlichkeit. Dann lade ich all die Gefühle ein, die sich wohlig in mir fühlen. Und staune, je mehr Raum ich diesen Gefühlen gebe, umso mehr krabbeln sie hervor. Die Dankbarkeit. Die Gelassenheit, die Zufriedenheit. Und mit den nächsten drei Gongs lasse ich diese Wohlgefühle in mir schwingen. Hinein in meine Füße, in meine Beine, in meine Weiblichkeit, in meine Männlichkeit. Ja, ich lasse sie schwingen in allen Organen im Rumpf. In Schultern, Armen und Händen. Ja, ich lasse sie aufsteigen in mein Gehirn, bis ich weiß und fühle und spüre Glück ist möglich, auch
für mich. Und ganz langsam, liebevoll recke und strecke ich mich. Öffne die Augenlider. Ich schicke dir all meine Herzenswünsche, mögest du dich geliebt und beschenkt fühlen von der tiefen Weisheit, die in dir wohnt. Ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast teilst und abonnierst, denn wir brauchen viele, die durch die Tür im Innen gehen. Meine Vision ist eine Welt, die heilt. Bist du mit dabei? Ich freue mich auf dich, Alexandra.